Herzlich willkommen zu Menschen in München. Heute möchte ich mich mit dem Herausgeber dieses Buches unterhalten, Das Beste an Deutschland, herausgegeben von Florian Langenscheid. Er hat sich 250 Gründe ausgedacht, warum unser Land heute so liebenswert ist. Und darüber möchte ich mich jetzt mit ihm unterhalten. Herr Langenscheid, jetzt sind wir mitten in der WM und Sie haben ein Buch rausgebracht, Das Beste an Deutschland. Seit wann ist Ihnen dieses Thema im Kopf gewesen und wann haben Sie gesagt, jetzt muss ich das machen? Ja, ich bin sehr stolz darauf, dass wir überhaupt fertig geworden sind rechtzeitig. Das Beste an Deutschland, 250 Gründe, unser Land heute zu lieben, das wollte ich einfach mal uns allen zeigen. Wir sind gewöhnt, ständig zu nörgeln, wir schauen immer auf die negativen Dinge, wir sind schon Weltmeister. Aber halt bei den Frauen, das zählt scheinbar nicht, obwohl das so ein grandioser Erfolg war. Jetzt warten wir darauf, dass es bei den Männern werden. Wir sagen immer, was wir machen müssen, was wir machen sollen. Aber in Wirklichkeit hat unser Land so unglaublich schöne Dinge, so viele Gründe, unser Land zu lieben. Und das wollte ich mal herausarbeiten, gerade angesichts des Auslandes. Denn immer, wenn man im Ausland ist und mit Leuten redet, dann sagen, und man beschwert sich dann so über alles, demografische Entwicklung und Arbeitslosigkeit und zu hohe Steuern und zu viel Bürokratie, was ja alles stimmt. Aber die anderen sagen, das ist doch nicht alles. Deutschland hat so viele tolle Sachen, ihr nehmt die gar nicht mehr wahr. Und das wollte ich einfach ein bisschen zelebrieren. Das fällt auf in dem Papier, was Sie dazu geschrieben haben, dass Sie eben auf der einen Seite auch darüber sprechen, was Deutschland eben nicht so liebenswert macht. Und da wissen wir, dass wir historisch da mehrere Punkte haben, wo wir nicht drauf stolz sein wollen. Und das ist aber natürlich auch immer die Abgrenzung, warum Leute so das Gefühl haben, kann ich mich denn jetzt wirklich stolz als Deutscher fühlen? Wie haben Sie denn dieses Spagat gemacht? Das ist in der Tat ein Spagat. Wir haben natürlich den Rucksack von Schuld mit uns und wir werden ihn immer tragen, wir werden ihn nicht ablegen können, wir werden ihn nicht ablegen wollen, wir haben ihn einfach. Und das bringt uns in eine Form von Verhältnis zur Nation, die an sich ganz schön ist sogar, denn wir sind nicht sozusagen die, die immer gleich die Fahne schwingen und die immer gleich Hurra schreien. Ich plädiere für ein gelassenes Selbstbewusstsein sozusagen. Also nicht Patriotismus, nicht Nationalismus, da sind zu viele schreckliche Konnotationen mit, sondern einfach ein gelassenes Selbstbewusstsein, was wir brauchen, wenn wir im weltweiten Wettbewerb bestehen wollen. Und das ist der Punkt hinter diesem Buch. Denn ich glaube auch, dass das Schwere für die deutsche Nation ist es ja auch, dass wir eigentlich für unsere Historie zum Glück aber auf der anderen Seite natürlich auch keine Vorbilder haben. Also wie schafft man es, aus einer doch ziemlich depressiven Phase jetzt das Gefühl zu vermitteln, wo dieses Buch ja mit einen Teil dazu beitragen soll, auch mal positiv über unser Land nachzudenken und auch stolz auf das Land zu sein. Geht das mit der Historie? Letztlich haben die meisten Nationen sehr dunkle Kapitel und gehen damit dann in irgendeiner Weise anders um. Wir neigen dazu, zu übertreiben und uns zu sehr hineinzuwühlen. Wir haben das getan, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind eine sehr, sehr stabile Demokratie. Wann immer nur das Geringste passiert in Richtung Fremdenhass, Rassismus, schreien zu Recht alle auf. All das, da sind wir sozusagen ja päpstlicher als der Papst. Und nachdem wir das getan haben, ist jetzt, glaube ich, eine Zeit, ein bisschen lockerer ranzugehen. Es ist einfach schade, wenn Sätze formuliert werden, nie war ein Volk so reich und so unglücklich. Das ist auch unfair gegenüber all den Nationen, die es wirklich viel, viel schlimmer haben. Denn letztlich, wenn man durch die Welt geht und vergleicht mit dem, wie wir hier leben, dann merkt man, wie toll wir es haben. Unsere Straßen funktionieren, die Krankenhäuser funktionieren. Es gibt niemanden, der verdurstet oder verhungert auf den Straßen. Wir haben so viele Schönheiten an Gebäuden, an Landschaften. Wir haben wunderbare Personen. In diesem Buch sind 60 Personen drin, von Franz Beckenbauer bis zu Veronika Ferres, wenn ich gerade aufs Cover schaue. Wir haben großartige Lebensmittel, wir haben großartige Produkte. Und München, muss man sagen, ist übrigens ganz weit vorne. Also wenn man die Dinge regional zuordnet, da kommt man drauf, dass Bayern und München eigentlich die meisten Gründe bietet, unser Land heute zu lieben. Wie haben Sie denn eigentlich dann entschieden, was hier in dieses Buch reinkommt? Wie haben Sie denn sozusagen Ihr Komitee zusammengestellt, die das dann ausgewählt haben? Ich habe angefangen vor 2 Jahren
wenn man lange Nachschlagewerke gemacht hat, Bockhaus, Duden, Langenscheid, das gehört ja alles zur Verlagsgruppe, dann hat man ja ein bisschen Erfahrung mit Ausbalancieren von so großen Listen. Dann habe ich mit unendlich vielen Menschen geredet, mit Armen und Reichen und Jungen und Alten und Gebildeten und Ungebildeten, habe die gefragt, was liegt dir in eurem Land, was ist das Beste in Deutschland? Dadurch kam so langsam eine Liste von vielleicht 200 Dingen zusammen. Hier sehe ich gerade den Dackel, das ist einfach schön, solche Sachen zu sehen. Die Brezen, das Bier, der Fußball natürlich, jetzt gerade während der WM, all diese Dinge, Neuschwanstein, haben wir gesammelt. Und dann kam eine ganz wichtige Sache noch dazu, die gesamte Bild-Zeitungsredaktion, 800 Mitarbeiter, haben nochmal interessante Dinge dazu getan. Die haben darauf hingewiesen, wie grün unsere Städte sind im Verhältnis zu vielen anderen Ländern. Die haben darauf hingewiesen, die verschiedenen Jahreszeiten, dass wir wirklich sehr dezidierte, unterschiedliche Jahreszeiten haben, nicht immer so eine Wettersoße, so ungefähr, lauter so Dinge. Ja. Und dann habe ich all das zusammengefasst in eine Masterlist, wie wir es genannt haben, und an eine hochkarätige Jury gegeben. Da sind Leute von Franz Beckenbauer bis Sabine Christiansen, von Uli Wickert bis zu Herrn von Pierre, vom Puma-Chef bis zum Botschafter drin. Und die haben alle ihre Kommentare gegeben, die haben einige Sachen rausgestrichen, einige hinzugefügt. Und so ist dann diese 250er-Liste entstanden. Ganz, ganz wichtig ist am Ende dieses Buches, wenn ich Ihnen das mal abnehmen darf, dann müssen Sie nicht so schwer tragen. Ja, tragen Sie mal ein bisschen am Ende dieses Buches findet sich eine Doppelseite, da steht Mein Bestes mit Foto, ausgewählt von. Und da können Sie dann eben reinschreiben, meine Oma oder mein Sohn oder was persönlich ist. Denn wir wissen natürlich alle, letztlich bietet ein Land mehr als 250 Gründe, es zu lieben. Es sind wahrscheinlich tausende Gründe, die sehr persönlich sind. Und das ist eine Liste, die steht mal da, als von vielen wichtigen Köpfen durchdacht. Aber ich nehme an, wenn Sie eine Liste machen würden oder wenn Ihre Zuschauer und Zuschauerinnen eine machen würden, das sähe wieder mal ganz anders aus. Aber Sie haben doch sich ein paar Parameter gegeben. Also es fängt ja an nach dem Mauerfall eigentlich, nicht? Ja, das war mir wichtig. Ich wollte aktuell sein. Also wir haben genug über in unseren ganzen Schulen und so in unserer Ausbildung gelernt über Goethe und Schiller und Beethoven und Wagner. Da sind wir uns klar, dass das Dinge sind, unsere Heimat zu lieben, die uns auch ein bisschen stolz machen, vielleicht auch, wenn wir selbst nicht mitgeschrieben haben mit Goethe. Mhm. Aber ich wollte das heute machen. Es geht um die Leute heute. Da ist Herr Grönemeyer drin und da ist Xavier Naidoo drin. Und das sind einfach, da ist Bernd Eichinger drin und da ist Iris Berben drin. Es geht um das Deutschland heute. Das war mir wichtig, ja. Denn Deutschland, den VW zum Beispiel, oder ich sage jetzt auch mal Schloss Schwanstein, das gibt es ja nun schon ein bisschen länger als Neuschwanstein ist ein Grenzbereich, es ist nie alles präzise, aber es ist heute, es wird so stark besucht, heute nach wie vor, auch wenn es aus dem 19. Jahrhundert ist, dass ich dachte, das kann man reintun. VW ist drin, aber genauso BMW und Mercedes und Porsche und Audi. Wir sind nun mal ein Land, was die tollsten Autos der Welt baut und ein Siebtel aber aller Arbeitsplätze hängen davon ab und deswegen. Also die Fokussierung ist klar. Jemand wie Helmut Schmidt ist noch drin als der Politiker, weil nach wie vor nach allen Umfragen er als der Politiker gesehen wird und nach wie vor ja auch seine Impulse gibt. Aber in etwa ab 89. Ja. Im Grunde genommen ist ja das, was Sie machen, auch so ein bisschen so eine psychologische Arbeit. Sie versuchen ja im Grunde genommen, Sie haben hier ein schönes Beispiel auch genannt, wo Sie sagen, man kann, wenn man im Verkehr sitzt, das als eine entspannende Übung erleben oder man kann sich eben völlig gestresst erleben. Und Sie versuchen ja jetzt wirklich den Deutschen ein bisschen mit Ihrem Buch zu sagen, guckt mal auf die schönen Seiten. Haben Sie in der Response, die Sie auf das Buch jetzt bekommen haben, das Gefühl, dass da sich ein bisschen was schon bewegt hat bei denen, die es gelesen haben? Also der Punkt war ja, es vor der WM erscheinen zu lassen jetzt gerade, weil die Welt auf uns schaut und meistens sind Momente, wo man sich selbst auch ein bisschen mal wieder überprüft, die Eigenperspektive. Wir haben sicher Glück gehabt mit dem Regierungswechsel, denn Angela Merkel mit ihrem spröden Lächeln ist paradoxerweise besser darin, Optimismus in das Land zu bringen, als Gerhard Schröder mit seiner männlichen medialen Power sozusagen. Und es ist, von daher haben wir schon ein Umfeld sicher auch vorbereitet von dieser großen Kampagne Du bist Deutschland. Mhm. Vorbereitet, wo eine positivere Stimmung ist, wo vielleicht sogar zum ersten Mal seit Jahren die Stimmung ein bisschen besser ist als die Lage. Aber das führt oft dazu, wie wir wissen, aus Aktienmärkten, aus Wirtschaft, dass die Lage dann nachzieht und auch besser wird. Ich glaube,
zutiefst, dass das richtig ist, was der Dalai Lama immer sagt, dass das Glück in uns selbst liegt. Und wir neigen immer dazu, es aufs schlechte Wetter zu schieben oder dass das Wetter zu gut und zu heiß sei oder auf den Arbeitgeber oder auf den Angestellten oder dass ich zu viel Geld habe oder zu wenig Geld habe. In Wirklichkeit hängt es sehr stark, abgesehen von Extremsituationen, von einem selber ab, wie man mit Dingen umgeht. Da ist ein bestimmtes... Wir sind hier in der Uni München, hier wird Philosophie gelehrt, das habe ich mal selber hier gelernt. Erkenntnistheoretisch könnte man sagen, die Wirklichkeit ist vorgegeben, die gibt Impulse, aber noch viel wichtiger ist das, was ich aus diesen Impulsen mache sozusagen. Und da sind wir Deutschen manchmal ein wenig auf der Seite, es immer zu negativ zu sehen. Haben Sie denn auch negative Response gehabt, zum Beispiel von der Presse, dass die sagen, der Langenscheid, der zeichnet hier ein super Bild von Deutschland, nimmt die Brezel, um es jetzt mal zu verkürzen, und sieht aber nicht jetzt mal 4 Millionen Arbeitslose. Ja. Gab es solche Response auf das, was Sie gemacht haben? Brezel und Bier und Wein und Wurst und Brotsorten sind ja alles drin. Das hängt nur peripher mit der Frage der Arbeitslosigkeit zusammen. Es gibt den einen oder anderen Brief aus Ostdeutschland, der in diese Richtung geht und sagt, Mensch, schaut euch mal an, wie schlecht es hier geht und so weiter. Und ihr zeichnet ein positives Bild von Deutschland, sicher richtig. Bloß glaube ich zutiefst, dass wir die großen Probleme, die wir ohne jede Frage haben, besser angehen können mit einem positiven Grundgefühl und einem Gefühl für unsere Stärken. Wenn jemand nur auf die Schwächen von sich schaut, dann kriegt er das nicht hin, mit denen gut umzugehen. Ich muss ein Grundgefühl von meinen Stärken haben, um die Schwächen dann besser angehen zu können. Und das Buch ist natürlich einseitig, aber auch gewollt einseitig, denn ich habe nicht die Arbeitslosigkeit als ein Grund, unser Land zu lieben, da drin. Das ist ja wohl eindeutig, sondern das ist ein Grund, um noch aktiver sich Gedanken zu machen, wie man damit umgeht. Das ist im Grunde genommen diese positive Verstärkung, die dann auch das eine oder andere bei den Leuten auslöst, die sich eigentlich zu wenig mit den positiven Sachen in unserem Land beschäftigen. Sie haben jetzt in Ihren Artikeln auch darüber gesprochen, dass es in Deutschland viele Bücher gibt, die sich also mit diesen Motivationen auseinandersetzen. Mhm. Inwieweit lehnen Sie sich da selber auch an? Also Deutschland, Sie kennen die Titel besser als ich, sehen Sie sich so ein bisschen auch in der Spur? Ich habe das Gefühl, wir haben genug Bücher jetzt gehabt in diesem Lande, die sagen, wir müssen das tun, wir sollen das tun. Die Steuern müssen runter und die Lohnnebenkosten müssen runter und die Bürokratie muss flexibilisiert werden und so weiter und so weiter. Das kennen wir alles. Es ist schwierig, das umzusetzen aus bekannten Gründen. Und damit, ich gehe von einer ganz anderen Perspektive ran. Das ist wirklich so, man kann aufstehen und seinen Partner neben sich sehen und nur denken, Gott, nicht das schon wieder, und diese Schwäche. Und man kann das alles als liebenswerte Eigenheiten sehen, wie Loriot das immer so schön sagt, und sich freuen an den positiven Dingen, die jemand hat. Es gibt immer Schatten und Sonne, es gibt immer Stärken und Schwächen. Und dieses Buch, Das Beste an Deutschland, ist ein radikales Plädoyer für die Stärken Deutschlands, die wir eindeutig haben, egal ob wir in der Weltwirtschaft jetzt auf Platz 2 oder auf Platz 5 sind. Mit einem weiteren Thema, mit dem Sie sich beschäftigt haben, möchte ich im zweiten Teil unserer Sendung sprechen. Mhm. Nämlich da geht es Ihnen darum, wie ein Name mit einer Marke verquickt wird, was das für Verantwortung bedeutet und auch was das vielleicht für persönliche Nachteile bedeutet. Herr Langenscheid, ich finde es ja hochinteressant, dass Sie sich mit dem Phänomen Name und Marke auseinandergesetzt haben. Es gibt ja Menschen, die sind einfach berühmt, aber der Name hat überhaupt nicht mit irgendeinem Produkt irgendwas zu tun. Was bei Ihnen ganz anders ist, da gibt es diese ganz bekannte Langenscheid-Marke, die wir alle seit unserer ersten Schulzeit im Kopf haben. Und dann sagen Sie, dass eine Marke die Kraft einer Machete hat. Das erklären Sie doch mal bitte. Naja, Marken sind wie Macheten, die sozusagen in den Dschungel der Kaufangebote, die um uns herum sind, so einfach Schneisen schlagen. Die einfach sagen, wenn du das Produkt nimmst, dann kannst du dir verlassen, dass du nicht zum Umtauschschalter am nächsten Tag gehen musst. Die flüstern einem so ein bisschen zu, das hat Qualität, du kannst dich darauf verlassen, da steht eine große Tradition dahinter, der will sich nicht blamieren, der Hersteller. Sie sind sozusagen auch Leitplanken für die Autobahnen der Konsumgesellschaft, wenn man so sagen will. Und es ist halt eine
spezielle Situation, wenn man, was ja nur bei Familienunternehmen der Fall ist, wenn man sozusagen als Name eine Marke trägt. Ich habe da mal einen Traum gehabt, den ich umsetzen konnte vor ein paar Jahren bei einer Buchpremiere über ein Buch, das hieß Marken des Jahrhunderts. Da habe ich mal alle eingeladen in Deutschland, die selbst eine berühmte Marke als Namen trägen. Da ist dann Michael Käfer und Willy Bogner und Faber-Castell und Herr Hengstenberg und Herr Ritter und Herr Steif und so weiter. 35 solche Leute. Ja. Das war ein unglaublicher Tag, weil es war wie an der Buchmesse die Buchpremiere, weil eben man sah dann, wie Herr Ritter mit Herrn Unterberg sprach. Ja. Man dachte, okay, dann steht wahrscheinlich gerade eine neue Schokoladensorte. Und dann trat Herr Hümer dazu. Das sind diese Weltmarktführer in Wohnwägen. Und dann sprach man plötzlich über das Reisen. Dann kam Herr Steif dazu und noch Herr Brockhaus. Dann redete man über mein erster Brockhaus und über den ersten Teddybären, den man bekommen hat. Und ich habe damals ein bisschen gefragt, ist das eigentlich eine Hypothek? Ist das schwierig für euch, mit dem Namen zu leben? Und war ganz angetan, festzustellen, dass eigentlich für alle das was sehr Schönes ist. Wenn man sich mit dem Produkt identifiziert, und das kann man bei Teddybären und Schokolade und auch bei Wörterbüchern ja sehr, und wenn man jetzt nicht Panzer herstellt oder Atombomben, dann ist es offensichtlich was, das einen sehr prägt und natürlich eine gewisse Verantwortung mit sich bringt, aber letztlich eine gute Sache. Ja, also ich finde es, also in so Familienunternehmen, da gibt es ja eigentlich dann zwei Probleme. Die erste Frage ist, kann das von einer Generation zur nächsten weitergeführt werden? Bei Ihnen handelt es sich ja sogar noch um zwei Brüder, die sich verstehen müssen in der nächsten Generation. Wenn man das dann mal hingekriegt hat, dann ist die Verantwortung natürlich da. Wenn man Sie jetzt, Florian Langscheid, mit der Marke identifiziert, müssen Sie ja verdammt aufpassen, dass Sie nicht den einen oder anderen Fehltritt machen, damit es der Marke nicht schadet. Erstmal, wie hat das Ihre Familie geschafft? Es schaffen nicht viele, das sozusagen von in die nächste Generation zu tragen. Also das ist in der Tat ein Kampf gegen die Wahrscheinlichkeit. Denn dass ein Sohn oder eine Tochter fähig ist, motiviert ist, es zu tun, dass er die Akzeptanz findet bei den anderen, oft auch in Konkurrenz mit anderen, ist echt eine Seltenheit. Und man kann einfach froh sein, wenn das klappt. Bei uns ist die vierte Generation. Ich selbst habe das mehrere Jahre gemacht, bin dann aber, weil mich viele andere Dinge im Leben auch interessieren, raus und bin jetzt einfach ein aktiver Gesellschafter. Und das macht jetzt mein Vater und mein Bruder zusammen. Aber eine Weile haben wir es sogar gemeinsam zu dritt gemacht. Also das ist eine sehr schöne Situation. Es gibt Unternehmen, wo das auch über 12 Generationen passiert, aber es ist sehr, sehr selten, würde ich sagen. Wo würden Sie sagen, sind da die Hauptprobleme? Wo muss man sich bewusst werden, dass man da besonders dran arbeiten muss, damit es funktioniert? Naja, muss der Wille da sein, auch diese Bürde auf sich zu nehmen. Denn oft ist die Generation über einem ja, das sind ja große Fußstapfen, in die man da hineingeht. Die wissen, wie es geht. Ne? Die wissen, wie es geht. Man muss seinen eigenen Weg finden, aber trotzdem natürlich das Gute übernehmen. Es ist natürlich eine sehr gute Ausbildung gefragt. Es ist gefragt, sich auch woanders zu bewähren. Denn wenn ich immer nur in dem behüteten Raum meines eigenen Unternehmens bin, dann habe ich ja nicht den Gegenwind auch mal von Konkurrenz von anderen. Und es muss gewollt sein von den anderen Gesellschaften. Wenn die sagen, eigentlich hole ich mir doch lieber einen fremden Manager, dann wird es schwer für ein Familienmitglied da erfolgreich hinzugehen. Und jetzt mit dieser Marke sozusagen raus in die Welt zu gehen und sozusagen immer zu wissen, die gucken auf mich auch deshalb, weil ich den Namen trage. Jetzt, wie beeinflusst Sie das in Ihrem täglichen Leben? Also ich freue mich, dass ich manchmal irgendwie eine Reservierung bekomme im Restaurant, die vielleicht wegen des Namens kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber ansonsten, es beeinflusst mich insofern, also wenn ich jetzt daran denken würde, irgendwelche Exzesse zu leben, dann würde es mich beeinflussen, weil es würde mir Grenzen setzen und würde sagen, das geht nicht, weil damit schädigst du die Marke sozusagen, weil du kannst die Person nicht von der Marke trennen. Da ich dazu ohnehin nicht neige, ist es für mich eigentlich kein Problem und beschränkt mich überhaupt nicht. Und das ist bei den anderen, soweit ich weiß, genauso, die damals zusammenkamen. Wenn Sie sich jetzt mal so überlegen, welche Protagonisten es in Deutschland gibt, die also starke Träger von Markennamen sind, wo würden Sie sagen, das ist etwas, wo der als Paradebeispiel gilt und wo Sie sagen, da kann man sich wirklich ein Beispiel dran nehmen? Ja, da gibt es ganz viele und ich glaube,
wenn wir im Moment, manche Unternehmen werden ja durchaus kritisch gesehen von der Öffentlichkeit, viele der Familienunternehmen stehen da hervorragend da, weil einfach ganz solide gearbeitet wird, sehr, sehr sozial verantwortlich, sehr an Stellen denkend, die Stellen auch versuchen in Deutschland zu halten, nicht immer nur auf Profitmaximierung oder Shareholder Value, wie man sagt, sondern eben auch auf andere Werte. Da stehen Unternehmer, die einfach über Jahrzehnte das machen, wo man auch weiß, das ist ein langfristiges Commitment, der ist nicht in 3 Jahren weg. Ich würde sagen, so jemand wie Reinhold Wirth, der Schraubenkönig, Jürgen Heraeus, Deichmann, Fielmann, Bogner und so weiter, gibt es eine ganze Menge von hier in München, sicher Michi Käfer haben wir schon erwähnt, die das auf hervorragende Weise machen. Und ich glaube, dass letztlich nicht nur die meisten Arbeitsplätze davon abhängen in Deutschland, sondern auch so die Stärke der deutschen Wirtschaft ganz stark an Familienunternehmen hängt. Ich fand es auch sehr interessant, wie Sie herausgestrichen haben, wie Willy Bogner das mit seiner Marke gemacht hat, weil der ja nun auch jemand ist, der in vielen Genres aktiv gewesen ist. Wo sehen Sie seine Kraft, die er der Marke gegeben hat? Ja, bei ihm ist es noch schwerer zu trennen, da er selber nun, sein Unternehmen macht Sportmode. Und er selber war nun einer der, ein Top-Sportler, der dann aber eben Filme über Sport gemacht hat, wozu er selber aber auch so sportlich sein musste, in denen die Mode vorkommt und eigentlich so einen Lebensstil hat und ein Werkregister hat, was letztlich sehr einzahlt auf das Konto der Marke, weswegen Bogner eben so eindeutig für Sportlichkeit, Eleganz, Ästhetik steht. Und das ist natürlich ganz selten so, denn welcher Unternehmer kann schon mit einer 28-Kilo-Kamera eine Bobbahn runterfahren auf Skiern und da irgendjemand anderen filmen? Ja. Was haben Sie denn jetzt so für Pläne? Also wenn ich mir angucke, Sie haben dieses Buch geschrieben, dann beschäftigen Sie sich mit dem Thema Name und Marke. Irgendwie ist das ja doch alles in eine Richtung. Das ist ja sozusagen alles, hat was damit zu tun, dass Sie sich Gedanken darüber machen, wie kann man erfolgreich sein und wie kann man glücklich leben. Das geht irgendwie alles, oder liege ich da falsch? Ja, Leben ist ja immer so, also aus der inneren Perspektive eher chaotisch. Wenn sich von außen irgendein System finden lässt, dann umso besser. Mein Leben ist sehr voll und sehr unterschiedlich und das entspricht irgendwie so meinem Kopf. Ich bin einfach ein Viertel sozusagen beschäftigt mit Verlagsunternehmungen und dort aktiv. Mit einem anderen Viertel versuche ich neuen jungen Unternehmen Geld und Rat zu geben und denen sozusagen ein Trampolin zu bauen, damit sie erfolgreich sein können. Mit großem Spaß. Ein Viertel ist das Schreiben von solchen Büchern, wie schon gerade erwähnt, und von Kolumnen und dies und Reden halten auch, also das, was man Publizist nennt. Und ein Viertel ist, und das finde ich gehört auch zu einem solchen Leben dazu, ist einfach zurückgeben an die Gesellschaft. Das ist das Engagement in Non-Profit-Organisationen wie Children for a Better World, dieses Kinderhilfswerk, was ich vor 12 Jahren mit vielen anderen gegründet habe, wie der WWF und noch 2 andere. Dieses neuen Unternehmen Unterstützung zu geben, wie muss man sich das vorstellen? Wie orientieren Sie sich? Wie gucken Sie, welches Unternehmen unterstützenswert ist? Und wie tief steigen Sie dann in solche Themen ein? Man kriegt ja immer so tolle Proposals, wo so steht, der Umsatz entwickelt sich so und wir haben die tolle Idee und die ganze Welt fragt danach. Das war ja gerade so in der Zeit der New Economy so. Das ist natürlich zu überprüfen, aber wenn man das eine Weile gemacht hat, merkt man, dass die Theorie immer doch sehr anders ist sowieso als die Praxis. Und dass es eigentlich viel wichtiger ist, wer schlägt das vor und wer managt das. Denn man hat immer Krisen, man muss immer lernen, umdisponieren und so weiter. Deswegen schaue ich mir eigentlich mehr als das Exposé, schaue ich mir die Menschen an. Ich schaue an, ob die natürlich die Ausbildung dazu haben und ob sie den Impetus, das Charisma, die Energie haben, es sozusagen umzusetzen. Und versuche dann Strukturen zu finden, dass die eben den Rat kriegen, den sie brauchen, dass sie das Geld haben, was sie brauchen und dass sie dann sozusagen loslaufen können. Und was natürlich nicht unwichtig ist, dass man sich selber ein bisschen in der Branche auskennt, dass man vor allem ein Gefühl dafür hat. Wenn jemand kommt und ein Exposé für Kleinkläranlagen vorschlägt,
dann mag dieser Markt gerade explodieren, aber ich kann einfach nichts helfen bei Bau von kleinen Kläranlagen. Also das heißt, Sie sind wirtschaftlich interessiert, Sie engagieren sich sozial. Wie ist es mit Ihrem politischen Engagement? Ich meine, die Bücher, die Sie verfassen, die haben ja auch sehr viel mit Politik zu tun. Also es wird ja, der positive Geist wird ja gesucht. Haben Sie sich da schon mal Gedanken gemacht? Sehr gesucht. Das ist sicher seit dem ersten Buch, diese 1000 Glücksmomente, bis zu diesem Buch über Zivilcourage, zur Jahrtausendwende. Das ist sicher ein durchgehender Faden durch all die Bücher. Ich war ganz erschrocken, vor ein paar Tagen bei Amazon zu sehen, dass 19 Bücher von mir angeboten wurden. Das war mir gar nicht klar, ehrlich gesagt. Die Politik, also ich mache kein Hehl draus, dass ich der FDP nahestehe. Ich finde diesen liberalen Gedanken einfach einen sehr, sehr wichtigen. Und ich habe eine Weile Herrn Westerwelle beraten und bin da von daher sozusagen ein bisschen näher dran gewesen. Aber mein Leben ist zu voll, um daran zu denken, in die Politik zu gehen. Ich glaube, das können andere auch besser. Wenn immer ich Politikern begegne, das habe ich mir schon seit einer Weile vorgenommen und setze es auch radikal um, danke ich ihnen als erstes. Weil ich finde, man kriegt von allen Seiten was drauf. Jede Lobby, irgendwie jeder kritisiert an allem was. Aber ich meine, die Leute engagieren sich unglaublich, versuchen das Beste. Dann wird ihnen auch jeder Euro missgönnt, weil sie angeblich zu viel Geld bekommen, was nun wahrlich nicht stimmt. Ich bin froh, dass die es machen und ich beneide sie nicht und ich führe mein Leben ehrlich gesagt lieber. Aber wenn die FDP, die ja nun auch immer Menschen braucht, also das heißt ja auch, wer politisch Karriere machen will, der kann sie am schnellsten in der FDP machen, weil es so eine kleine Partei ist und die halt immer wieder Nachwuchs bzw. gute Leute braucht. Ich sage mal, auf dem Kultursektor könnte man sich doch vorstellen, dass sie da vielleicht auch da mal Lust hätten. Also im Moment sieht es irgendwie aus, als ob die FDP den Staatsminister für Kultur besetzen wird in Kürze. Und also ich bleibe dabei. Ich finde das jetzt im Moment nicht so richtig. Ich bin froh über die Situation, wie sie ist. Sie leben ja nun hier auch in München. Was mögen Sie an München? Warum leben Sie in München? Wir sind hier 1961 hergekommen, als die Mauer in Berlin gebaut wurde. Damals meinte mein Vater, wer weiß, ob West-Berlin stabil ist auf die Dauer. Ich fand das eine großartige Entscheidung. Nicht zuletzt deswegen natürlich auch, weil München ja die Buchstadt ist, in Europa sogar Nummer eins, was die Zahl der Neuerscheinungen und Verlage anbelangt. Ich liebe München sehr, wie soll ich sagen, wegen so einer gewissen mediterranen Eleganz, wegen einer gewissen Lässigkeit, wegen aber auch einer gewissen so Gemütlichkeit und Erdung. Es ist übersichtlich, aber nicht so klein, dass man jetzt jeden kennt. Es hat so ein angenehmes Gesellschafts- und Kulturleben, was ich sehr genieße. Ich bin allerdings auch durchaus ganz froh, immer wieder mal weg zu können und mal wieder eine Weile nach New York zu gehen oder nach Shanghai zu gehen. Dann freue ich mich gleich dreimal wieder hierher zu kommen. Und in Sommerzeiten ist München nun sowieso unschlagbar. Allein laufen im Englischen Garten oder so, das ist einfach was Herrliches. Wie wichtig sind Ihnen so soziale Events in München? Ist das eine Sache, die Sie suchen oder sagen Sie, die muss ich halt mitmachen, weil es man es von mir erwartet? Also ich muss da eigentlich gar nichts, weil ich ja mein eigener Herr bin. Ich gehe gerne, wenn, weiß nicht, Hubert Boda den Bambi-Preis verleiht oder Eröffnung von Opernfestspielen oder sowas, gehe ich gerne hin, weil ich Menschen gerne sehe und weil das einfach eine schöne Art ist, Leute zu sehen, ohne kompliziert Verabredungen zu machen. Aber ich sage auch sehr, sehr viel Nein, weil einfach das Niveau nicht stimmt oder weil es irgendwie mir einfach gerade nicht passt. Im letzten Teil unserer Sendung würde ich gerne nochmal das Thema Glück mit Ihnen besprechen, weil das ist eine Sache, die haben Sie auch weiter erforscht. Mhm. Und ja, da würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen einsteigen. Gerne. Herr Langscheid, um das Thema Politik nochmal abzuschließen, wie sind Sie denn jetzt mit der neuen Regierung eigentlich so einverstanden? Ist es das, was Sie erwartet haben oder sagen Sie, im Grunde genommen bewegt die Koalition jetzt auch nichts Großes mehr? Naja, also Außenwirkung ist phänomenal. Frau Merkel schafft es auf eine phänomenale Weise, Sachverstand und Konzentration und auch Charme und auch Selbstironie miteinander zu verbinden. Und das nimmt sie jeden sehr schnell ein. Das hat sie ja bisher auf jeder Auslandsreise geschafft. Nach innen ist sie wahrscheinlich zu klug, um scherenschnittartig
zu sagen, da geht's lang, was sicher auch manche kritisch sagen, dass das ein bisschen konturlos ist. Wir müssen sehen, was jetzt passiert. Also die Steuerschritte sind sicher keine, die uns erfreuen können in irgendeiner Weise. Aber ich habe große Hoffnungen, dass sie die richtigen Schritte, aber eben die Politik der kleinen Schritte macht. Irgendwie ist das Land scheinbar zu kompliziert und zu austariert in vielen Dingen, als dass man wirklich so mit der Brechstange irgendwo was tun kann. Und deswegen bin ich eigentlich so ganz, ganz hoffnungsvoll, obwohl ich mir schon mehr gewünscht hätte, ohne jede Frage, eine Koalition zwischen Frau Merkel und Herrn Westerwelle. Ist dieses Verhältnis eigentlich nach wie vor okay oder ist Herr Westerwelle jetzt doch wieder nach allen Seiten offen? Nö, also soweit ich weiß, sind die ganz fühlen sich nahe sozusagen und würden das sofort machen. Also da würde ich in jedem Fall denken, wenn das zusammenbrechen würde, die Große Koalition, dass dann Gespräche sofort aufgenommen werden würden. Ja. Sie haben sich mit dem Thema Glück intensiv beschäftigt. Sie sind, wie Sie auch betont haben, immer wieder mit der Politik im Kontakt. Gibt es sowas wie Glücksmomente in der Politik? Haben Sie da auch ein bisschen geforscht? Also leider zu wenig. Wenn ich so mit Politikern spreche, habe ich immer das Gefühl, die sind sehr schnell ausgebrannt und das ist unglaublich anstrengend und wenig positives Feedback und so. Also sicher gibt es Glücksmomente. Ich denke mir für Helmut Kohl 1989 und sowas, sind natürlich großartige Momente, aber die passieren ja nun auch selten genug. Aber sonst habe ich den Eindruck, als sollte man den Politikern manchmal mehr Glücksmomente gönnen, auch in dem Sinne, ihnen mal zu danken für den extremen Einsatz, den die alle für uns bringen und was für mich nicht selbstverständlich ist. Und wenn Sie jetzt das Thema Glück bearbeiten, wieso bearbeiten Sie dann dieses Thema und nicht irgendein anderes? Also will fragen, wie sind Sie auf das Thema Glück gekommen? Das hat schon eine lange Tradition. Wir drehen ja hier in der Münchner Uni, in dem berühmten Lichthof, wo schon Sophie Scholl ihre Flugblätter verteilt hat. Ich habe hier Philosophie studiert, das war mein erstes Studium. Und schon damals alles gelesen, was es über Glück gab, von Epikur bis John Stuart Mill, von Bentham bis zu Marcuse. Und ich meine, alle Philosophen sind sich ja letztlich einig, dass das große Ziel ist. Also wenn ich die Sinnfrage stelle, warum wir auf dieser Welt sind, dann ist es sozusagen das Glück aller. Jedes Glück ist unterschiedlich, aber die Summe von allem Glück, das ist eigentlich der Sinn des Lebens. Fragt sich nur, wie lässt sich das inhaltlich formulieren, was ist Glück? Und darüber haben viele nachgedacht. Und ich habe damals schon ein Institut für Glücksforschung gegründet, habe schon als Student mich sehr mit dem Thema beschäftigt und das ging dann durchs ganze Leben durch. Und das letzte Ergebnis zu all dem war dann ein Buch im letzten Jahr, das hieß von Liebe, Freundschaft und Glück, wo ich eine Rede, die ich an Harvard halten durfte, über das Glück sozusagen in einen Buchtext umgewandelt habe und dann versucht habe zu sagen, was sind eigentlich die Faktoren, die unsere Glücksfähigkeit am meisten beeinflussen. Würde mich jetzt sehr interessieren, weil auf der einen Seite ist es natürlich immer das berufliche Leben und dann ist das private Leben. Haben Sie da mal erforscht, welches den größeren Einfluss auf die Allgemeinheit hat oder lässt sich das gar nicht verallgemeinern? Ich glaube, das lässt sich nicht verallgemeinern. Das gehört zu den inhaltlichen Dingen. Die sind total unterschiedlich. Der eine braucht sozusagen, der Workaholic braucht den beruflichen, diese Herausforderung jeden Tag und jemand anderes ist vollkommen zufrieden, sich um seine zwei Katzen oder seine zwei Kinder zu kümmern und ganz privat zu leben. Das ist so die Frage, der eine jubelt, wenn Bayern München gewinnt und der andere, wenn 60 gewinnt. Der eine hört gern Opernarien, der andere wäscht gern sein Auto. Da lässt sich nichts Allgemeines sagen. Was sich allgemein sagen lässt, ist hingegen, dass zu Glücksfähigkeit, glaube ich, gehört, offen zu bleiben für die kleinen Glücksmomente. Wenn ich immer nur an Nobelpreise oder an mein Abitur oder an meine Doktorarbeit in der Uni denke, dann versäume ich die Tatsache, dass das Glück eigentlich gestrickt ist aus ganz kleinen Momenten, in sich ins Bett fallen zu lassen an einem vollen Tag, ein frisches Bier vor sich zu haben, einen Kuss von seinem Geliebten zu bekommen oder was auch immer. Diese kleinen Dinge, das ist sicher eine Sache. Eine zweite Sache ist ganz wichtig, Erwartungshaltung. Ich glaube, ich muss mir immer natürlich die Latte so legen, dass ich ein bisschen was schaffen muss. Aber wenn ich mir die Latte auf 2,85 lege, dann ist das eine Anleitung zum Unglücklichsein, weil das werde ich nie schaffen.
Wenn ich immer nur auf den Körper von Heidi Klum oder Christy Turlington schaue als Frau, dann muss ich faktisch unglücklich werden mit meinem und so weiter. Das sind so Dinge, die sind allgemein und die betreffen wahrscheinlich jeden Menschen. Da wir ja nun alle von Werbung umgeben sind, müssten wir eigentlich, nach dem, was Sie jetzt ausgeführt haben, die unglücklichsten Menschen überhaupt sein, weil wir laufend Dinge sehen, die wir eigentlich gar nicht erreichen können. Wie kann sich denn da der Einzelne, das Individuum trotzdem glücklich fühlen? Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen eine Frage von Medienpädagogik, dass ich einfach lernen muss, dass das die Werbung ist und dass das Centerfold im Playboy sozusagen, dass das Mädel sicher nicht so ausschaut, sondern dass da ewig dran rumgearbeitet wurde am PC und mit Licht und Make-up und allem und dass das sozusagen die eine Ebene ist, dass die aber mit der Wirklichkeit eigentlich nicht so viel zu tun hat und dass ich meine eigene Wirklichkeit nicht danach ausrichten sollte, was mir sozusagen von der Werbung immer gezeigt wird, was immer eine idealisierte Welt ist. Wir brauchen aber Idealisierung, auch die Liebe ist eine Idealisierung. In der ersten Zeit des Verliebtseins, da denke ich doch, diese Person ist einfach das Beste, das ist der Engel, was Schöneres kann es nicht geben. Und dann merke ich langsam, die Realität kommt und das ist auch nur ein Mensch und muss damit umgehen. Und Glücksfähigkeit bedeutet sicher auf eine bestimmte Weise, auch realistisch den Dingen in die Augen zu sehen und damit umzugehen und sich nicht irritieren zu lassen von irgendwelchen Idealfiguren, die uns immer wieder vorgehalten werden. Familie wird ja auch immer als ein ganz wichtiger Glücksfaktor angegeben. Nun wissen wir, also gerade in München, die Hälfte der Haushalte hier sind Single-Haushalte. Also es schlägt ja, ich sage mal, gar nicht so richtig durch, dass man den Leuten klar machen kann, Familie ist also nicht nur Stress und Kosten, sondern hat auch viel mit Glück zu tun. Wo kann denn da jemand ansetzen, damit das auch anders verstanden werden könnte? Es ist schwer zu urteilen über das Leben anderer, aber in der Tat, ich glaube, mehr als die Hälfte der Haushalte in München sind Single-Haushalte. Für mich unerklärlich. Ich würde lieber noch so viel Kompromisse machen, die immer notwendig sind im Zwischenleben, und aber mit jemand zusammen wohnen, in eine Familie zu haben, als dass ich alleine wohne, wo ich zwar vollkommen nach mir selber alles gestalten kann, aber eben niemand ist, mit dem ich mich auch auseinandersetzen muss. Familie ist sicher ein extrem wichtiges Rezept für Glück in jedem Fall, aber auch die, die alleine wohnen, haben ja Familie und haben ja familiäre Kontexte hoffentlich. Freundschaft ist sehr wichtig, das Gestalten, also das ist im Zweifelsfall die Arbeit, dass ich mir irgendwelche Ziele setze und die wirklich eine Spur lassen möchte im Leben, ist sicher sehr wichtig und viele andere Dinge. Natürlich Schmerzfreiheit, also Gesundheit, keine Krankheit, keine Unfälle, keine Behinderungen. Dann Dinge, die für uns vielleicht selbstverständlich sind, aber es nicht sind, dass wir einfach zu essen zu haben, zu trinken haben, dass wir warme Behausung haben, alles. Es gibt eine Fülle von Dingen, die einfach als Bedingungen da sind für Glücksfähigkeit. Und die anderen sind dann eben sehr hier in dir selber drin, ob du daraus was Vernünftiges machst oder ob du immer nur klagst. Wie läuft das jetzt bei Ihnen selber in der Familie ab, wenn es also zu unglücklichen Momenten kommt? Sind Sie dann derjenige, der kurz mal, die Literatur rausholt und dann sagt, halt, das kann es bei uns nicht geben? Ja. Man erwartet ja von jemandem, der sich mit solchen Themen beschäftigt, dass er besonders gut damit dann umgehen kann. Also ich glaube, wenn ich in der Familie die Literatur raussuchen würde, hier so von Liebe, Freundschaft und Glück zitieren würde, das wäre nicht so, würde niemand weiterbringen, sondern mehr zu Lächeln führen. Nee, aber als Grundeinstellung vorleben, ich meine, ich schaffe das ja auch, weiß Gott, nicht immer das Positive zu sehen, aber meistens doch, und zu sagen, okay, jetzt lass uns das angehen und dann aber auch wieder sagen, das ist dann auch mal weg und jetzt gibt es wieder schöne Dinge, an denen man sich freuen kann. Das versuche ich vorzuleben und ich habe das Gefühl, also in der Familie stehe ich da jetzt nicht total alleine. Und ansonsten muss natürlich jeder seinen eigenen Weg finden. Es gibt Menschen, die sind einfach so oder so. Das lässt sich ja nur begrenzt beeinflussen. Wenn Sie jetzt das Thema Glück behandelt haben, dann fragt man sich natürlich, was kann denn da jetzt als nächstes kommen, mit dem man sich so intensiv auseinandersetzen kann? Ich bin im Moment so beschäftigt mit dem Buch über das Beste in Deutschland, dass ich noch nicht darüber nachdenken kann, was als nächstes Buch kommt. Ich habe verschiedenste Gedanken die ganze Zeit, aber da bin ich ganz zuversichtlich, dass sich das schon selber herausstellen wird. Ist jetzt die Phase der Fußball-Weltmeisterschaft etwas, wo Sie besonders aufleben und diesen Glücksmomenten entgegen hoffen?
Ja, also ich liebe diese Phase schon, wenn die ganze Welt zu Gast ist. Auch in unserem Haus sind unendlich viele Leute aus der ganzen Welt. Wir werden das sehr genießen. Ich hoffe, dass Deutschland ein super Gastgeber sein wird und dass vor allen Dingen, dass das auch so, da kann man sich nur wünschen, dass nichts Schreckliches passiert, denn bei jeder Massenveranstaltung hat ja jeder von uns sicher Angst diesbezüglich. Ich versuche, mein Glück, wenn Sie das fragen, zu entkoppeln von der Tagesform von 22 jungen Männern. Denn wir wissen alle, dass alle diese 32 Mannschaften eigentlich das Zeug haben zu gewinnen. Und dass das sehr von Glück in einem anderen Sinne und von Tagesform abhängt, wer das ist. Und wenn Deutschland es nun nicht so weit schaffen sollte, dann wird mich das persönlich jetzt nicht so unglücklich machen wie vielleicht andere. Ich finde, wir sollten uns freuen, eben wenn dann eben die Tschechei oder Italien oder Brasilien, Argentinien Nummer eins werden sollte, dann werde ich da jetzt nicht direkt drunter leiden, würde ich sagen, weil ich weiß, die haben gegeben, was ging und dann hat es halt nicht geklappt. Das ist halt im Sport so. Haben Sie das Gefühl, dass die Stimmung sich in den letzten Wochen und Monaten dann doch ein bisschen mehr zum Positiven verändert hat? Denn wir waren ja nun doch alle sehr kritisch der deutschen Mannschaft gegenüber. Ja, ich glaube, dass Klinsmann schon mit seiner relaxten Art da viele gute Impulse gesetzt hat und dass da mehr Optimismus da ist. Und das wissen wir alle. Das hat uns, glaube ich, Boris Becker immer vorgelebt. Das Match wird im Kopf entschieden, primär. Da sind wir wieder bei dem ganzen gleichen Thema zwischen Wirklichkeit von außen und die Wirklichkeit, die ich daraus mache. Und wenn die mit einem guten Gefühl reingehen und nicht schon gleich das Gefühl, ach, wir schaffen das ja eh nicht, dann ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiges Element und erhöht die Chance für einen Erfolg sehr. Also ich wünsche der deutschen Mannschaft von Herzen. So ein Mann wie Klinsmann, der muss ja wahnsinnig viel aushalten. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann wird er doch sozusagen aus dem Land vertrieben. Ich beneide ihn nicht, vor allen Dingen auch, weil natürlich jeder glaubt, mitreden zu können. Jeder ist ja ein Trainer in diesem Lande. Und ich finde es toll, dass er das macht, dass er sich diesem Stress auch aussetzt und hofft, dass es erfolgreich ist. Denn er tut meines Erachtens, was er kann. Ja. Herr Langscheid, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihr Buch vorgestellt haben, dass wir mit Ihnen über so interessante Themen sprechen können. Und ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr für das Interesse. Alles Gute.